Jetzt haben wir den ganzen Tag hier geschraubt und eins war von vornherein positiv. Das erste Mal ein Auto zusammengeschraubt, ohne dreckige Hände zu bekommen, weil alles blitzeblank sauber ist. Das hat man nicht oft. So Ron, ich habe leider mal wieder Arbeit mitgebracht hier. Wie immer. Neues Projekt. Keine Zeit. Wie immer. Aber das können wir natürlich auch so nicht wieder einbauen. Nee, um Gottes Willen. Dann haben wir leider eine kleine Modifikation am Dach gemacht. Das heißt, hier muss auch ein neuer Himmel rein. Hm. Ja, das heißt, ich brauche deinen Rat. Was machen Sachen? Was machen Sachen? Herr Günther, mal. Alles andere ist Quatsch. Gibt es beim Himmel überhaupt andere Möglichkeiten? Ja, kannst schwarzer Autostoff nehmen. Also das funktioniert schon. Also die Möglichkeiten sind da eigentlich grenzenlos. Wir können den auch in Echtleder machen. Wiegt der nur ungefähr 3 Kilo mehr. Oh, da bin ich raus. Ja. Nein, das machen wir nicht. Okay, also Alcantara, ja. Dann auf jeden Fall tiefdunkelschwarz. Ja, schwarz. Schwarz? Ja. Und Lenkrad? Schwarz. Schwarz. Ich lasse mich überraschen. Mhm. Wir starten heute mal direkt mit dem hinteren Differential. Was ist überhaupt ein Differential und wofür ist es da? Ganz einfach, in dem Moment, wenn ihr mit eurem Auto um die Kurve fahrt, fährt das innere Rad einen engeren Radius als das äußere Rad. Das heißt, das innere Rad dreht langsamer als das äußere Rad. Und genau diesen Ausgleich macht das Differential. Jetzt stellt euch vor, ihr fahrt mit eurem Auto um die Kurve. Das heißt, jegliches Gewicht von der Fliehkraft verlagert sich auch noch nach außen. Ihr gebt Gas. Und das innere Rad fängt an durchzudrehen. In diesem Moment ist genauso kein Ausgleich da. Das heißt, das innere Rad fängt an noch mehr durchzudrehen und jegliche Kraft geht nicht in Form von Beschleunigung nach vorne, sondern geht in Rauch nach hinten raus. Und um genau das zu umgehen, brauchen wir ein sogenanntes Sperrdifferential. An dieser Stelle greifen wir auf die Firma Drexler zurück. Wir waren vor einigen Monaten vor Ort und starten jetzt erstmal mit der Fertigung. Das ist überhaupt nicht lustig, wenn man in so einem Fahrzeug sitzt und es bewegt sich keinen Zentimeter von der Stelle, aber ein Rad dreht durch. Vermieden wird das durch eine Differentialsperre. Bei Drexler gibt es allerdings nicht nur Lamellensperren, sondern dort werden auch die Achsübersetzung, der sogenannte Triebsatz, gefertigt. Das heißt, in unserem Fall haben wir nicht nur das Differential bekommen, sondern wir haben auch gleich noch die Achse angepasst. Das heißt, die Gesamtübersetzung von dem Auto ist jetzt kürzer und somit wird die Beschleunigung deutlich stärker und knackiger. Da diese Montage allerdings nicht ganz so einfach ist, haben wir in unserem Fall das ganze Differential samt Gehäuse zu Drexler geschickt. Der Tag war gekommen, es war wieder da, komplett vormontiert und Max und ich mussten nur noch den Deckel montieren. Jetzt kurz zur Thematik Differential hinten. Wenn ich schon einmal in meinem Leben ein Heckantriebfahrzeug besitze, ja, dieses Fahrzeug auch noch tendenziell zu wenig Leistung hat, weil es ja ein Sauger bleibt, dann muss wenigstens das Diff hinten alles, was geht, sein, damit wir immerhin maximalen Fahrspaß rausholen. Ne? Das ist auch das, wo ich mich am meisten darauf freue und deswegen das Auto erst vorher gar nicht fahren wollte. Und ich glaube, es wird komplett anders fahren. Ja, ich freue mich auch drauf. Hoffe ich. Ungefähr 12-13% kürzer geworden. Das heißt, das kann man linear umrechnen auf die Geschwindigkeit. Das heißt, wir sind in jedem Gang 12% langsamer. Das heißt, wenn das Auto sonst 6. Gang 300 gefahren ist, fährt das Auto jetzt 6. Gang noch 260. Schon viel, ne? Unterschied. Das ist viel, aber macht halt umso mehr Bock in den unteren Gängen. Ne? Bist du so ein Auto schon mal gefahren mit einer kurzen Achse? Ja, fahre ich auch immer im E46. Und bockt so richtig? Also ist nichts mehr eigentlich so für die Autobahn, weil halt da nicht mehr viel geht oben rum. Aber weißt du selber, Bilsterberg zum Beispiel,
kurze Schikanen aus den Kurven raus. Also üble Nummer, wirklich gut. Das wird wirklich gut. Ja. Okay, an der Stelle, liebe Firma Drexler, uns habt ihr mal wieder komplett überzeugt. Das sieht geil aus. Eigentlich bräuchte man einen durchsichtigen Deckel. Also vielleicht könnt ihr ja nochmal einen durchsichtigen Deckel mit ins Programm aufnehmen. Dann können wir auch gerne Zeit drauf gucken. Ne? Okay, ich würde sagen, zusammenbauen und rein damit. Jetzt wird der neue Differentialdeckel aufgesetzt. In dem sind schon zwei neue Lager versehen. Der Deckel ist original von BMW. Dieser wird mit einem dünnen Streifen Silikondichtmasse einfach direkt auf das Differential gesetzt, verschraubt und somit abgedichtet und verklebt. Ja, anschließend geht es jetzt weiter mit unseren Fächerkrümmern. So, Philipp, jetzt hast du hier deinen Krümmer. Ja, wir wollen ich würde sagen, Audi ist Geschichte danach, oder? Wir wollen ja noch ein bisschen Tuning betreiben hier. Mhm. Normalerweise würde ich Folgendes machen. Jetzt bin ich gespannt. Du würdest sie zusammenbinden, ne? Nee. Normalerweise würde ich Folgendes machen. Würde sie ungefähr genau hier abschneiden. Die Krümmer? Mhm. Würde einen Bogen nach oben setzen und zwei Turbolader draufschrauben. Das ist, so macht man es nicht richtig, wenn du es so machst. Aber das würde sogar gehen, ne? Jetzt, wo ich das hier so sehe. Das geht gar nicht. Doch, guck mal, hier könnte man perfekt und dann so. Nee. Nein, soll natürlich ein Sauger bleiben. Aber merkt man bei dem M3, dass der schon so im Motorraum richtig heiß wird? Mhm. Also kommt schon richtig Wärme hoch. Ich weiß nicht, wie weit wir jetzt sind vom Kapitel und ob die Leute schon wissen, was wir ganz am Ende vorhaben. Aber es ist auf jeden Fall besser, wenn wir Motorraumtemperatur oberhalb niedrig halten. Ne? Du meinst Kapitel, wo wir ihn auf Turbo bauen? Nicht ganz. Okay, ja, dann lassen wir dich mal in den Glauben, dass das ein Sauger bleibt und würde sagen, wir wickeln hier einfach mal ein bisschen Hitzeschutz mal drum. Diese werden wir händisch Hitze ummanteln, in unserem Fall mit einem sogenannten Keramikband. Das ist hitzebeständig bis um die 1000 Grad. Warum tun wir das? Einfach deswegen, wir werden einen Umbau auf vollziehen, sprich wir saugen ziemlich viel und ziemlich hohe Luftmassen aus dem Motorraum, um diese Ansaugluft zu senken und auch gleichzeitig die komplette Motorraumtemperatur zu senken. Umwickeln wir diese Krümmer mit dem Hitzeschutzband und garantieren somit mehr Leistung und einen kühleren Motorraum. Ja, ich würde sagen, das sieht doch mal geil aus. Schon geil, ne? Kann sich schon sehen lassen. Haben wir gut gemacht. Einige von euch kennen es bestimmt. Man denkt sich, komm, wir wickeln mal kurz den Krümmer. Am Ende hat es wirklich wieder Stunden gedauert. Hier war es allerdings wieder so. Max, einfach Perfektionist. Ich will nicht wissen, wie oft wir wieder zurückgewickelt haben und wieder neu angefangen haben zu wickeln, weil selbst hier muss unbedingt dieses Band perfekt sitzen. Es darf keine Falte drin sein, weil es könnte ja mal sein, dass irgendwann einer von euch zufälligerweise am Motor vorbei auf den Krümmer guckt und es musste auch hier wieder perfekt aussehen. Einige Stunden später war es dann allerdings geschafft. Die Krümmer waren fertig, um wieder an den Motor angebaut zu werden. Und dann ging es weiter mit dem Thema Bremse. Jetzt müssen wir uns noch ein bisschen Sicherheit kümmern an dem Fahrzeug. Bremse, original E46 M3, zwar nicht schlecht, aber jetzt auch nicht so geil. Richtig. Und da bin ich wirklich begeistert, was BMW da so alles bietet, was wir hier so upgraden können. Das haben die sich, glaube ich, nicht gedacht, dass wir das machen. Also, folgendes Setup. Wir nehmen für vorne original BMW M3 CSL Scheiben, die ich übrigens finde wirklich underrated sind, was den Preis angeht. Als alter Audi-Fahrer. Dass BMW noch zuhört. Aber so eine Scheibe lag, glaube ich, jetzt bei 250 Euro netto oder so in dem Dreh, ne? Mhm. Ich glaube noch nicht mal. Ich glaube, waren sogar weniger. Qualitativ und auch von der Größe ein guter Preis für diese Scheibe. Definitiv. Ja. Wie gesagt, bei Audi kostet eine Scheibe schnell 700 Euro eine. So, ne? Und die kann dann nichts. Muss man einfach so leider mal sagen, ne? Und das hier ist eine Bombenscheibe. Also das hat wirklich Spaß gemacht in dem Fall. Muss ich wirklich sagen. So, das gleiche hinten. Allerdings hinten CSL und normal kein Unterschied. Genau. Das heißt, wir haben hier ungefähr 325 mm und das sind sogar 345. Richtig. So, das war aber natürlich noch nicht alles, sondern wir ersetzen natürlich auch die Bremssättel. Wir fangen mal hinten an. Ich fahre das gleiche Setup, so ein bisschen auf unserem Clubsport E46. Das ist die Anlage aus dem ehemaligen oder
ja, E82, 135i mit N54 aus 2008 hat BMW angefangen mit so einer, da hieß es noch nicht M-Performance, sondern BMW Performance Schiene. Die gab es werkseitig schon oder zum Nachrüsten einfach beim BMW-Händler, wenn du sagst, ey, meine Originalbremse taugt nichts. Gab es einmal in Phoenix Gelb und in diesem wunderschönen Anthrazit Grau Metallic. Genau, wir haben uns für diese schlichtere Farbe entschieden, weil wir einfach ein wunderschönes, edles Auto bauen wollten. Ohne jetzt großen Kontrast. Genau, fahren jetzt an der Vorderachse dann einen 6-Kolben-Sattel und an der Hinterachse einen 2-Kolben-Sattel-Festsattel. Ja. Und jetzt ist das Krasse, man kann tatsächlich diesen Sattel ja einfach draufschrauben. Ja. Schraubenabstand passt perfekt. Lustigerweise sogar die Sättel aus dem F-Modell, also sogar aktueller oder nicht ganz aktueller M4 F82, Baujahr bis 2018/19, kannst direkt draufschrauben. Natürlich mit ein bisschen Hülsen, aber auch der Abstand passt Plug and Play. Ja. Aber sonst so optisch, ich habe auch lange überlegt, ob gelb oder silber, boah, doch, das wird schon gut. Mhm. Schwarzes Auto mit dem silbernen Sattel. In dem Fall würde ich jetzt sagen, weniger ist mehr. Ja, auf jeden Fall. Falsch. 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 So. Aber alleine mit diesen drei Pins ist schon geil gemacht. Schön, bei BMW. Ne? Schon gut mitgedacht, ne? Dass nicht diese ganze Last nur auf diesen Schrauben ist. Ja. Zack! Hardcore sexy. Schon geil. Also Farbton gefällt mir. Ich finde auch die Bremsscheibe ist schön. Also die Lochungen und so. Das sieht schon irgendwie aggressiv aus, finde ich. Das hat schon was. Irgendwie dadurch, dass BMW auch immer diese großen Innentöpfe macht. Ja. So, das heißt, jetzt können wir ein Differential reinhängen, Antriebswellen rein. Diff, Antriebswelle und Stabi. Schon haben wir theoretisch ein Rolling Chassis wieder. Die Hinterachse ist dann fertig und die Vorderachse auch fast. Ja. Ja. Das heißt, es geht weiter, entweder ein bisschen Innenraum oder Motor. Ich würde sagen, bevor wir Innenraum weitermachen, erstmal Motor, denn wir brauchen das Gewicht auf der Vorderachse. Fahrwerk mal Grundeinstellung ungefähr von der Höhe, ganz grob, dann haben wir das Thema Räder. Aber jetzt erstmal ein bisschen kleines Gedöns noch an den Bremsen, Beläge und so rein. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt an den Motor. Los geht's. Also das Thema Bremsanlage beim BMW hat mir wirklich Spaß gemacht. Normalerweise bin ich es gewohnt, Originalscheiben von einem Auto können gar nichts. Jeglichen Sattel, der gut aussieht, den ich gerne montieren würde, braucht irgendwelche aufwendigen Adapter. Hier war es aber so, Max wusste sofort, ey, wir nehmen einfach die CSL-Scheiben, dazu die Performance-Sattel. Das passt fast Plug and Play und schon hast du eine geile Bremse. Ja, jetzt stehen wir hier noch vor einer kleinen Mammutaufgabe. Wenn ich die Karosse und den Motor sehe, passt erstmal nicht zusammen. Da sieht man mal dann doch so, was wir aus der Karosse eigentlich schon rausgeholt haben. Ja, ist ja so, ne? Weil, ja. Weil, ich meine, klar, das ist jetzt noch, da gibt es noch Motoren, die sind noch viel, viel schlimmer, ne? Ja, aber es ist halt schon so. Aber man muss sagen, er ist nur staubig, ne? Also genau, es ist komplett trocken, ne? Ja, also kein Ölklumpen oder so. Also, nee, das ist wirklich. Also das muss ich schon toll sagen. Das Main Problem, würde ich jetzt einfach sagen, ist, dass ein M3-Block, der 20 Jahre und eine gewisse Laufleistung hinter sich hat, einfach komplett revidiert gehört. Da ist mit Bläulager dann nicht mehr getan. Da hast du dann Auslassventilführungen, die musst du neu machen. Das heißt, Kopf runter. Wenn du den Kopf runter hast, machst du Lagerstellen, Nockenwellen neu, eventuell Nockenwellen einschleifen, Ventile, Ventilspiel, Kolben, Pläuel. Hauptlagergasse holen, Kurbelwelle wuchten. Ja, das nimmt kein Ende. Dann hast du die Warnos noch, die schlägt nochmal mit einem guten Betrag zu Buche. Und dann muss das ganze Ding hübsch sein. Das heißt, Block chemisch entlacken, neu beschichten, honen, planen, waschen. Ja. Klingt teuer.
ist es und auch aufwendig. Weil man darf auch bei sowas immer nicht vergessen, wie viele Stunden in so einem Motor gehen, bis er wieder zusammen ist. Ne? Ja. Und dann am Ende auch noch funktioniert. Ja. Ich meine, der lief jetzt wirklich top hier. Das haben wir ja gecheckt. Ja. Das ist schon cool. Aber du sagst, wenn man es richtig macht, müssen wir komplett zerlegen? Ja, sowieso. Ja. Ja. Und wirklich einmal alles? Ja. Ja, alles einmal neu, original BMW. Wir können ihn unmöglich so einfach da reinhängen. Nee, dann lieber ohne Motor. Vierzylinder. Nee, aber das ist, also das würde ich wohl nicht machen. Ne? Was wäre die kleinste Version, die wir machen könnten? Trockeneisstrahlen, Ölservice, Pleuellager und die Warnos. Ventile einstellen, that's it. Also kein Kopf runter. Keine Pleuelkolben raus, ja, also Kopf drauf lassen und alles außenrum ein bisschen. Aber Warnos muss auf jeden Fall gemacht werden? Ja. Was so verschleißt der immer? Was geht da kaputt? Naja, einmal hast du hier drin, man müsste es aufmachen, um es besser zu erklären, aber in der Regel sind da viele kleine O-Ringe drin. Die sind original leider aus Gummi, werden hart, weißt du selber, Temperatur und Öl. Baut dann nicht mehr diesen Druck auf, dann hast du Zahnwellen, Aus- und Einlassnockenwelle, die werden dann so ein bisschen schräg verzahnt da reingesteckt. Da entsteht Spiel in den Mitnehmern, das macht dann so eine Art Warnos-Sägen, ne? Dann hast du beim Abtun immer so ein sägendes Geräusch. Der Magnetstellblock zum Beispiel innen drin, da werden die Ventile undicht, also das ganze Teil gehört zerlegt, komplett neu abgedichtet, das Zahnwellenspiel eingestellt und dann ist das wieder frisch. Aber ja, die Teile kosten auch etwas Geld. Und das heißt, Kosten für Warnos-Überholung? Also bei BMW kostet die über 2.500 Euro neu. Wenn wir das machen, komplett bist du bei keine 2 und hast quasi eine bessere Warnos als Original, weil Teflon-Ringe und zum Beispiel Upgrade-Scheiben, da gibt es so Druckscheiben vom E39 M5 von der Warnos. Da hast du dann einfach ja, eine Warnos, die im Grunde ein Leben hält dann noch, ja. Für alle nicht technisch versierten Zuschauer, Warnos ist einfach nur eine variable Nockenwellenverstellung. Genau. Das heißt, die Einlass- und Auslasswelle kann je nach Drehzahl verstellt werden. Genau, genau. Weiter geht's, Pleuellager, würde ich jetzt mal tippen. Pleuellager rein, raus, sauber machen, Lager, dies, das, jenes, garantiert auch knappe 1000 Euro am Ende? Ja, also 1500 Euro ist es mit im Auto eingebauter Zustand, inklusive Ölservice noch dazu. Genau, das ist unser Preis. Reinigung und Prüfen der Ölpumpe, die musst du rausmachen. Da musst du dann den Kolbenschacht honen, einen neuen Kolben rein und so weiter und so fort. Das ist alles dabei. 1500 Euro brutto. Genau. Boah. Okay. Ich würde sagen, an dieser Stelle, wir gehen erstmal Bier trinken und gucken weiter. Können wir machen. Thema Motorrevision. Das ist ein Thema, da muss man wirklich aufpassen, dass man sich nicht drin verliert. Fängt man da irgendwo an, gibt es A, kein Zurück mehr, der Motor ist komplett zerlegt. Macht man da einen Fehler, wird es teuer werden. Das heißt, an dieser Stelle mussten wir uns wirklich gut überlegen, was machen wir jetzt mit diesem Motor? Was ist das Ziel? Wie hoch ist unser Budget? Und welcher Weg ist einfach am sinnvollsten? Fragen über Fragen. An dieser Stelle war ich allerdings echt froh, Max an meiner Seite zu haben, denn gerade beim Thema Motorenbau braucht man halt wirklich einen Profi, der sich genau auf diesem Gebiet richtig gut auskennt. Ich hatte keine Zweifel, dass das Ganze in die Hose geht. Bisher hatten wir alles geschafft und ich denke, auch dieses Problem werden wir schon irgendwie schaukeln. Muss ich ehrlich sagen, ist es auch selbst hier schon wieder dezent leicht eskaliert. Ein bisschen. Das heißt, Plan ist schon, durchziehen. Machen. Wir müssen heute auf jeden Fall Innenraum fertig machen. Fertig kriegen. Denn viel Zeit ist nicht mehr. Ja.